Heidi ho! Ich habe mich heute wieder ein bisschen vorbereitet, welches Video wir gucken werden, was wir uns anschauen. Und ich habe ja auch gesagt, wir werden nicht immer nur das anschauen, was vielleicht von Christen ist, wie sie uns ansehen, oder von Andersgläubigen. Oder ja, es kann halt auch mal vorkommen, dass wir etwas gucken, was auch richtige Informationen beinhaltet. Und ich denke, heute ist es mal soweit. Heute haben wir da mal ein Video gefunden, wo wir auf richtige Informationen stoßen werden. Ihr seht, es handelt sich gleich um ein Interview mit einer Satanistin und nein, ich bin's nicht. Das fand ich ganz spannend hier, weil meistens sehe ich nicht so groß andere Interviews von Satanisten, sondern immer nur so Ex-Satanist erzählt oder Ex-Satanistin oder ein Ex-Satanist hatte rituelle Gewalt angewandt, bla 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 bla. Deswegen fand ich das gerade ganz interessant und dachte, ja, darauf werden wir heute reacten. Die ganze Sache ist auch auf dem Kanal von Leon TV, kenne ich persönlich nicht. Ich bin kein großer Watcher, vielleicht kennt ihn einer von euch. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, lange Rede, kurzer Sinn, meine Freunde. Also Leute, wir möchten jetzt ein Live-Interview führen mit einer ganz besonderen Person, nämlich einer Satanistin. Wir wollten uns zu diesem Thema ganz besonders auch schlau machen diese Woche, weil am Samstag ein besonderes Video kommt an einem besonderen Ort und es hat auch was mit Satanismus zu tun und sowas allem und deswegen dachten wir, passt es vielleicht ganz gut, wenn wir im Stream das Ganze noch mal besprechen, darüber quatschen und auch von jemandem das Ganze hören, der sich damit auskennt. Das finde ich gut, dass die das machen. Das finde ich wirklich gut. Das rechne ich denen richtig hoch an. Ich habe noch eine kleine Frage. Ist es so ein Gimmick oder so? Weil ich kenne ja den YouTuber nicht. Oder hat es eine höhere Bewandtnis, warum da die Puppe sitzt? Also falls jemand den Leon TV kennt, kann mir das ja mal jemand sagen. Vielleicht ist es ja so ein Gimmick von denen. Was man hier auf jeden Fall schon mal vorab auch sagen muss, ist, dass es so ist, dass, was viele nicht wissen, ein enorm großer Unterschied zwischen Teufelsanbetern und Satanisten existiert. Und ich hab's. Das finde ich richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank dafür. Keine Ahnung, Leon, ob du das eines Tages mal sehen wirst. Vielen, vielen Dank dafür, dass du das so klar differenzierst. Das passiert leider so vielen und in dem Ansatz habe ich gerade schon ein bisschen vielleicht rausgehört, dass dir das auch so war. Das ist ja per se nichts Schlimmes. Es ist nichts Schlimmes, wenn man mit Klischees reinkommt. Es ist nur schlimm, wenn man an die Klischees weiterhin festhält, obwohl man es anders erklärt bekommen hat von jemandem, der dessen Glauben angehörig ist. Dessen Teufelsanbeter beispielsweise wirklich den Teufel anbeten und als Gottheit empfinden und sehen, ist es bei den Satanisten so, dass sie eigentlich so gesehen an nichts glauben, also wie Atheisten, aber in ihrem Glauben sehen sie sozusagen den Menschen als Tier und Genau. Sehr gut, sehr gut. Man merkt wirklich, dass sie sich informiert haben. Das gefällt mir gut. Ich bin sehr gespannt, wie das Interview weiterlaufen wird. Cool. Ordnen sich nicht über irgendwas über oder andersrum. Das ist dieser grundlegende Unterschied. So, und was es da mit den Unterschieden ganz genau auf sich hat, das werden wir jetzt erfahren. Moin, hallo. Hi. Hi. Okay, ja, dann an der Stelle erstmal hallo und herzlich willkommen. Freut mich mega, dass du hier bist. Ja, mich auch. Ja, vielleicht willst du dich einfach mal ganz kurz und knapp einfach einmal vorstellen für die Zuschauer, damit die wissen, wer du bist und warum du hier bist. Ja, ich bin Kate, bin gerade mal 19 Jahre alt und ich bin schon seit, ich weiß nicht, von Anfang an Follower von Leon und skippe manchmal auch die Stories durch und da habe ich mir mal gedacht, ja, gucke ich mir die Story mal komplett durch und der hat halt gefragt, wer als Satanistin ist oder wer sich mit Satanismus so auskennt. Dann habe ich mir gedacht, ja, schreibe ich dem mal. Cool. Cool, dass er auch so aktiv ausgerufen hat, ob sich jemand damit auskennt, seine Community gefragt hat. Coole Sache. Auch von ihr, dass sie den Mut hatte, auch an dieser Stelle Props dafür, dass es noch weitere gibt, so wie mich, die dafür kämpfen, die sich dafür einsetzen, die bereit sind für Interviews. Also auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank dafür, Leute. Teufelsanbeter und Satanismus, wo ist da der Unterschied eigentlich? Hier Satanisten oder Satan die sich den Satanismus wirklich annähern. Wir schlachten keine Tiere. Wir bringen auch keine menschlichen Opfer oder sowas.
Wir glauben auch an nichts außer an uns selbst. Richtig, das war jetzt noch für mich wichtig einzuhaken. Ja, wir spielen so manchmal mit dem Satz rum und sagen, ja, ich bin mein eigener Gott, ne? Ich bin mein eigener Herr. Nur das sollte man halt nicht im Sinne vom Anbeten verstehen, sondern einfach nur, dass wir unser Leben danach richten, wie es für uns richtig ist. Aber immer noch so, dass niemand zu Schaden kommt. Das ist ganz wichtig. Also das ist kein Freischreien für alles. Das Pentagramm, das kennt ihr alle Leute, das ist einfach, Das ist ja kein böses Symbol jetzt, es ist kein böses Symbol, nein. Ein Pentagramm, was umgedreht ist, das soll böse sein, genau. Weil das eben diesen, typischen Teufel, mit den Zacken, mit den Hörnern und mit dem, als Kind, als der wird ja als Ziege Kopf, dargestellt. Und so sieht ein Pentagramm normalerweise aus, so wie ihr hier oben seht. Unten zwei Zacken, hier oben eine und links und rechts dann. Also ich weiß nicht, ob ihr das richtig bemerkt habt. Er hat es richtig formuliert. Er hat gesagt, wenn es auf dem Kopf steht, soll es angeblich für das Böse stehen. Das hat er gut so formuliert, weil sonst hätte ich dann gleich schon gesagt, das ist nicht für das Böse, das steht für das Fleischliche. Natürlich, das perfekt. So. Und das stellt das Ganze hier eigentlich sehr, sehr gut dar, weil hier sieht man ein umgedrehtes Pentagramm. Nein, tun wir gerade nicht. Hier sehen wir kein umgedrehtes Pentagramm. Es ist nur ein umgedrehtes Pentagramm enthalten. Stellt eben, ja, den Teufelskopf dar, weil der Teufel meistens als Baphomet. Das Originale findet ihr natürlich auf dem Cover der satanischen Bibel. Wir haben gerade so ein, sag ich mal, Meckern auf höchstem Niveau. Ja, also dadurch, dass ich Zelebrantin bin, ich will nicht sagen, ich weiß absolut alles. Es fehlt mir bestimmt auch noch einiges. Mir fehlt auch noch ein ganzes Buch aus der satanischen Bibliothek. Also allwissend bin ich auch noch nicht. Aber wir machen gerade Wissen auf oder meckern auf höchstem Niveau. Ich hatte auch gelesen, dass es so ist, dass es vielleicht Satanismus genannt wird, weil Satan nicht als irgendetwas extrem böse, also ihr seht Satan als etwas nicht Böses, korrigiere mich gerne nicht, wenn ich falsch liege, sondern es ist eher als Rebell gemeint und daher kommt der Begriff Satanismus. Ja? Würde ich auch sagen. So kann man es auch sagen. Ich glaube auch gar nicht, dass das ein... Ich mag nicht ganz die Wortwahl Rebell. Also, dass man sich gegen was auflehnt, ist schon nicht verkehrt, das ist soweit richtig, aber ich mag dieses Wort Rebellen nicht, weil das tendiert eher mehr zu diesen autonomen Satanisten, die das nur machen, um halt vielleicht die Eltern zu ärgern oder besonders krass zu sein oder zu sagen, hier, Vaterstaat, ihr gebt mir sowas von auf die Nase, jetzt halte ich mich nicht mehr an eure Regeln und nenne das Satanismus. Deswegen Rebell finde ich doof gewählt, das Wort, aber wahrscheinlich ist das wieder einfach nur so ein Eigending von mir, die das jetzt ein bisschen zu hart auf die Goldwaage legt. Sondern Satan steht eher symbolisch für den Rebell und Rebell repräsentiert ganz gut die Glaubensrichtung. Nein, es steht nicht für Rebell, es steht für den Widersacher, den Ankläger, den Gegner, aber nicht für den Rebell. Dann habe ich tatsächlich, ich glaube, zu meinem 17. oder 18. Geburtstag die Bibel geschenkt bekommen von einer guten Freundin von mir. Weil ich davor schon mit dem Hexensein und mit dem ganzen Spirituellen was am Hut hatte. Nochmal hier an dieser Stelle, weil ich ja nicht davon ausgehen kann, dass jeder meine Videos geguckt hat, der gerade dieses Video hier guckt. Du musst nicht spirituell unterwegs sein, du musst keine Hexe sein, um im Satanismus dabei zu sein. Das will ich einfach nur einwerfen, das ist jetzt kein Front gegen sie oder so, das ist einfach nur eine Zusatzinfo, weil das wichtig ist zu wissen. Da habe ich mich reingelesen und die Bibel, die ist ja, oder das Buch ist ja an sich so ein Wegweiser und soll einem die Augen öffnen, was wirklich wahr ist, was nicht wahr ist. Schwierig formuliert. Schwierig formuliert. Es gibt keine absolute Wahrheit. Wir wissen es schlussendlich nicht. Wir können nicht fest sagen, so das, was jetzt da drin steht, das ist jetzt so. Das ist für uns so, weil wir daran glauben. Aber es ist nicht die absolute Wahrheit. Schwierig formuliert. Du kannst ja mal von deinen Erfahrungen sprechen oder wenn du vielleicht Leute kennst aus dem Satanismus, was wären denn so Rituale, die man da machen könnte? Also wir haben auf jeden Fall, also erstmal eine Sache im anderen, ja, wir haben Rituale.
zum Beispiel Rituale von, oder eher Anrufungen zur Beschwörung von Lust. Oder eine Anrufung zur Beschwörung von Vernichtung. Aber ich bin ganz ehrlich, Da fehlt die dritte noch. Sie hat Mitleid noch vergessen, aber ist kein Ding. Das war soweit richtig. Ich habe mit Ritualen nichts am Hut. Das heißt, wenn es wirklich um die satanischen Rituale geht, kann ich euch grob was erzählen. Ich glaube, ich sollte mich da mal melden. Ich kann da ein bisschen mehr erzählen. Leute, hättet ihr Bock drauf, dass ich mich bei Leon TV melde? Wenn ja, spammt jetzt schwarze und rote Herzchen in den Chat. Dann werde ich ihn schreiben. Spam zu, spam, spam, spammt, dass ich weiß, dass ihr das wollt. Und für euch, die das Best of gucken, schreibt rein Leon TV, einfach nur Leon TV in die Kommentarliste. Haut rein. Gerade zum Ausführen dieser Rituale. Altare sind dann meistens, nicht immer, aber meistens dann auch menschliche, wie zum Beispiel eine Frau. Das ist auch schlechte Wortwahl. Was heißt meistens? Ich hätte jetzt an dieser Stelle eher gesagt, es kann eine Frau sein, es kann auch ein Mann sein. Es kommt halt darauf an, welche Sexualität der Zelebrant hat oder der das Ritual schlussendlich ausführt bzw. leitet. Und es kann, es muss nicht. Es ist auch nicht meistens oder so. Wir haben in unserem Zirkel bis jetzt, lasst mich nachdenken, 2, 3 Rituale gehabt. Und hat nicht einmal einen menschlichen Altar, weil wir das nach Freiwilligkeit gehen. Wir würden jetzt niemals auf jemanden zeigen, ja du, dich nehmen wir jetzt als Altar. Mm-mm. Also wenn sich das nicht freiwillig ergibt, dann wird ein Tisch hergenommen, der die richtige Maße hat und dann ist gut. Gut, du hast gesagt, du machst selber keine Rituale. Grundsätzlich gibt es Rituale im Satanismus, auch gut zu wissen. Du hattest auch jetzt öfters schon die satanistische Bibel angesprochen. Und die satanische. Wow, Leute, Leon, please, nicht satanistische. Ich bin's gemeint. Wie ist es in der satanistischen Bibel? Satanischen Bibel. Sorry. Lupus schreibt, das meine ich, wenn sie LaVeys Buch gelesen hat, drückt sich etwas unbeholfen aus. Ich glaube, das liegt per se eher daran, dass sie voll nervös ist. Also, sie scheint ja eine Followerin von ihm zu sein. Die scheinen sich, glaube ich, nicht persönlich zu kennen. Jetzt stell dir vor, bist du so bei einem deiner Lieblings-YouTuber, der Lieblings-Creator da und du wirst interviewt. Das ist ja alles ganz spannend und dann bist du auch voll aufgeregt. Und ich glaube, deswegen stammelt sie so ein bisschen rum. Ich würde das als Unsicherheit so ein bisschen einschätzen. Nicht unbedingt als Unsicherheit in ihrem Wissen, sondern so, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Die satanistische Bibel ist an sich keine Bibel. Das ist Lebensweise. Jetzt hat sie es auch gesagt. Sagt. Das ist die satanische Bibel. Bitte, Leute, bitte. Ganz ruhig, Jori. Es ist aber so... es ist doch einfach nicht so schwer, es satanische Bibel zu nennen und nicht satanistische. Ich finde, satanistische klingt schon irgendwie so falsch. Also ich würde es nicht verurteilen oder ich will sie nicht bloßstellen oder irgendwie sowas. Nur das ist so ein Moment, wo ich mir denke, Hilfe, das ist eigentlich ein einfaches Wort. Ja, der Wundepunkt von Jori, richtig, richtig, Niklas. Und dann haben wir erstmal einen Prolog und dann wird über den Gründer und den Autor gesprochen, den Anton Sandor LaVey. Wie er halt gelebt hat, wo er gelebt hat, wann das alles gegründet wurde. Ja, so die Basics. Wenn man mehr zu ihm wissen möchte, dann kann man sich die satanischen Bekenntnisse kaufen. Wo ihr die findet oder generell die ganzen Bücherlinks, wovon wir hier gerade quatschen, seht ihr tatsächlich bei Twitch unten unter dem Bücherbanner. Und für die Leute auf YouTube habe ich es in die Videobeschreibung gepackt. Was ich aber nochmal klarstellen will, ist, dass Satanismus oder wie auch immer Menschen das nennen mögen, ist vielseitig. Und da muss man selber hineininterpretieren, damit man das Richtige für sich findet. Jetzt zu schreiben, dass ich keine richtige Satanistin bin oder viel zu jung bin, ist in meinen Augen grundsätzlich komplett falsch, weil ich dann
nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder hat die Das wäre ja auch absolut Schwachsinn. Soweit ich zurückdenken kann, habe ich dieses Verhalten. Ich habe es halt nur damals versteckt, runtergeschluckt, weil ich dachte, das wäre nicht richtig, das wäre nicht so okay. Und habe so getan, als wäre ich ein Christ, weil ich dachte, okay, so solltest du leben, so sollte das sein. Aber das hat nichts mit dem Alter zu tun. Viele sagen dann nur so, ach ja, ist eine Phase, weil du jetzt 16 bist oder so. Vielleicht schneidet sie das deshalb so an. Wegen dem Klischee. Das Ding ist, Satanismus ist so vielseitig. Ich rede gerade über Ja. den atheistischen Satanismus Ja, so, genau. Da von Sandor ganz kurz. Lavey. Ja, da darf. Da spricht sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Also Satanismus ist nicht gleich Satanismus. Es gibt den autonomen Satanismus, der auch gerne Tier-Satanismus genannt wird. Es gibt den modernen Satanismus, der auch gerne atheistischer Satanismus genannt wird. Es gibt den traditionellen Satanismus, der gerne theistischer Satanismus genannt wird. Nicht theistischer, sondern theistischer. Sorry. Ja, und aus diesem ganzen Satanismus-Konstrukt ist in den 2000ern noch einen weiteren Abzweig abgesprungen, der sich aber klar von dem Satanismus-Zeug distanzieren möchte. Und zwar der Luziferianismus. Und das ist dann die Teufelsanbetung. Aber auch nur in einem Punkt. Die spalten sich dann auch wieder in zwei. Die einen, die eher atheistisch unterwegs sind, die den halt nicht als Schöpfer und Gott sehen, sondern nur als besten Freund. Und die anderen, die ihn richtig anbeten, den Teufel. Also hier nochmal an dieser Stelle klar die Differenzierung zwischen Satanismus-Konstrukt und den Luziferianismus-Konstrukt. Viele hauen das be gerne beides zusammen und wenn du das dann verwechselst, dann sind beide gegenseitig so pissig. Wenn du Luziferianer sagst, du bist ein Satanist, dann werden die pissig. Wenn du zu einem Satanist sagst, du bist ein Luziferianer oder Teufelsanbeter, dann finden die das nicht so schön. Das, was ihr in dieser einen entweihten Kirche gesehen habt, dieses Bild, was ihr da gesehen habt, das waren zu 80% die Menschen, die ich Teufelsanbeter nenne oder die sich selber Ja. Teufelsanbeter nennen. Und da ist der Punkt, jetzt würde ich gern wissen, ob es auch wirklich so ist. Weil wir gehen jetzt alle nur davon aus. Wisst ihr, was ich meine? Wir gehen jetzt davon aus, dass Teufelsanbeter sowas machen. Aber haben wir es schwarz auf weiß? Wissen wir es jetzt gerade wirklich? Haben wir das Buch von denen gelesen? Ich für meinen Teil nein. Aber ich würde gerne, um einfach sagen zu können, okay, ich weiß es. Ich weiß es. Ich habe es gelesen. Aber ich weiß es nicht. Also müsste ich Angst haben, wenn ich Teufelsanbeter irgendwo antreffe oder so in irgendeinem Lost Place oder so, dass die mir was tun. Ja. Woher weiß sie das? Wenn, ich habe ihren Namen vergessen. Katrin? Liebes Mädchen aus dem Interview, wenn du dieses Video hier siehst, bitte, 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 bitte melde dich bei mir. Und bitte sag mir, woher du das weißt, weil ich will es schwarz auf weiß sehen. Ich würde es so gerne wissen. Weil das kam auch so aus der Pistole aus, so, ja, die würden dir was tun. Na klar, natürlich. Ich will dir damit keinen Vorwurf machen oder sonstiges. Ich will einfach nur wissen. Ja, auf jeden Fall. Okay, Also krass, ich weil hätte, tatsächlich Leute. ich hätte respektvoll, also ich hätte richtig Angst davor, irgendwie bei denen auf dem Tisch zu landen. Da bin ich ehrlich. Ja, das natürlich auch. Also ich möchte auch kein Opfer von ritueller Gewalt werden. Wer will das schon? Ne? Also jetzt mal for real. Felix schreibt, ich hätte gerne mal genaue Zahlen über den Satanismus, also Mitgliederverbreitung, sowas halt. Das ist halt leider sehr, sehr schwierig, weil es die Grauzifferzahl, also die Grauzahl noch sehr hoch ist, weil sich halt noch nicht so viele Satanisten trauen, sich als diese auch öffentlich zu erkennen, durch diese Klischees, durch dieses Stigma, durch diese Angriffe. Aber dafür kämpfen wir. Dafür sind wir hier, dafür kämpfen wir, dafür sind wir auf Social Media, dafür gehen wir auf die Straße. Wir werden es eines Tages auch schaffen, dass auch jeder frei rausgehen kann und vom freien Herzen, ruhigen Gewissens, keine Angst haben braucht und sagen kann, ich bin Satanist. Ich bin offen, wenn mich jemand anschreiben mag, weil er noch was anderes wissen möchte. Ich bin bei einer. Wie können Sie anschreiben? Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Spammt meine schwarz-roten Herzchen, wenn ich mal mit ihr Kontakt aufnehmen soll. 24/7 am Handy. Ich antworte euch innerhalb von 2 Sekunden. Oha, jetzt hast du eine. Oha, das will, ja, wollte ich auch gerade sagen. Das will ich sehen. Das will ich sehen.
Ja, doch, ich muss sagen, da waren sie mal vorbereitet. Da waren welche vorbereitet. Coole Sache. Sehr, sehr coole Sache. Also nicht vergessen, einfach mal vorbeischauen im Hauptkanal. Ein Abo hinterlassen ist kostenlos. Würde mich sehr freuen. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.